Ich werde jetzt einfach mal eine Minibar schenken, weil sie hat mir immer mal gesagt, dass sie diese rote Minibar richtig cool findet. Aber vorher crack ich die. Ja, wow! Was geht ab, Leute? Peace und willkommen zu einem weiteren Tag aus meinem Leben. Oh mein Gott, ihr hört diesen Satz jeden Tag. AJ ist übrigens auch am Stissel. What's up, man? What's up, people? Hey, to the Jizzle, you already know. Leute, vielen Dank für euren kranken Support. Es ist einfach heftig, oder? Es ist so sick, Leute. Es ist so sick, Leute. Vierstellig Abos am Tag, Alter. Das ist krank. Wir wachsen so schnell, Leute. Wir sind bei 500.000 bald. Eine halbe Million, Digga. Eine halbe Million. Are you good, bro? Leute, ich habe ja mir früher mal ganz viele Minibars gekauft und ihr habt das immer hart gefeiert und es kam lange nichts mehr mit einer Minibar. Deswegen gehen wir heute mal ein paar Getränke erstmal kaufen für die Minibar, weil ich habe eh generell Bock auf Getränke. Vor allem, wenn man abends mit dem lieben AJ auf seinem neuen Fernseher ein paar Serien guckt, dann kann man auf jeden Fall mal ein Schlückchen. Gluck, 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 oder? Ja, auf jeden Fall müssen wir es essen, ne? Auf jeden Fall. Safe. Ha, Leute, eigentlich dürft ihr mein Bett nicht sehen. Ich filme eigentlich niemand im Schlafzimmer. Aber ich habe auch eine Minibar hier stehen. Die ist sehr sick, Leute. Und wir können hier auch mal Licht anmachen. Oh, ja. Die ist auf jeden Fall schon mega sick, die Minibar, oder? AJ, so neben dem Bett ist schon geil, ne? So, wenn du Besuch hast oder so. Oder du eine Serie guckst mit deinem Kumpel oder so. Warte mal ganz kurz. Bruder. Ey, Bruder. Digga, das ist ja gar nicht kalt. Willst du irgendwie Strom sparen, Digga? Bist du nicht YouTuber? Ich hab den Stecker extra eben reingesteckt vor dem Video. Kann ich echt nichts für, dass die noch nicht geil sind, Bro. Digga, wir fahren erstmal ein paar Getränke und uns kaufen. Mit dem gelben Auto, ihr wisst Bescheid, Leute. Und dann werden die Minibars aufgefüllt. Ich habe noch eine Minibar. Oh mein Gott, aber die brauche ich nicht mehr. Ich habe mir damals wirklich viel zu viele Minibars gekauft, Leute. Als wäre ich wirklich so ein Minibar-Händler. Auf jeden, ne? Minibar. Oh my god, look at this. We hit 459,000 subscribers. That is crazy, right? Das ist schmacktig, dacktig, laftig. Voll krass, oder? Auf jeden Fall. Ignoriert die Unordnung da. Hehe, I'm sorry, I'm just a YouTuber. And I'm messy. I'm not that messy. The other... Ich bin der andere Messi. Müll und so. Auf jeden Fall. Fast hätte ich meinen schönen Führerschein vergessen, Leute. Ja, ich hab einen. Yay. Bruder, so einen hättest du auch gern. So einen geilen Führerschein, oder? Nö. Lass mich eigentlich lieber von dir rumfahren. Hä? Als ob dich das nicht juckt, Bruder. Du hältst viel Schmerz aus, Bruder, oder? Kann sein, ja. Digga, Alter. Ich dachte, wenn man dir so richtig ins Gesicht hittet, fällst du um. Aber du bist süß. Hä? Okay, Leute. Jokes beiseite. Ihr wisst Bescheid. Oh! Ich werde Rapper. Okay, ich halte mein Maul und wir fahren jetzt los. Let's go. Ab zum Einkaufsladen. Ein paar Minibar-Getränke kaufen. Let's go. Alright, Leute. Ich fahre wieder mit der quietsche Ente. Erstmal eine Runde einkaufen. Let's do it, Digga. Ich habe richtig Bock auf Autofahren wieder. Ich bin echt irgendwie nicht so viel gefahren in der letzten Zeit. So. Auf jeden, ne? Lag auch daran, dass mein Bus kaputt war und dass das Auto öfter besetzt war. Who cares? I don't know. Ich werde ja eh Rapper. Yeah, swag. Skü-skü. Bitte klaut nicht die Gucci-Brille, danke. Na, was klaut AJ? Tüte vergessen. Achso, ja, okay. Are you ready, AJ? Sieht nicht so aus, oder was? Auf jeden, ne? Du siehst auf jeden Fall schon eingetütet aus. Auf jeden. Okay, AJ, da wir heute gemeinsam eine Serie gucken, auf deinem Fernseher, und du mich einfach mitgucken lässt, das ist voll korrekt, dass du mich auf deinem Fernseher mitgucken lässt, auch wenn ich ihn bezahlt habe, darfst du dir auch ein paar Getränke aussuchen. Ehrenwert. Geben wir uns heute eine Überdosis an Serien? Bin ich dabei. Dann auch eine Überdosis an Trinken. Checkst du? Überdosis? Okay. Schön gecheckt? Naja, auf jeden Fall. Ja, so Orangen-Limo ist auch ganz nice eigentlich. Ich kaufe auch wirklich nur das, was ich nice finde. Boah, Spezi ist eigentlich auch ganz nice. Boah, Wasser ist eigentlich auch ganz nice, Leute. Ihr wisst Bescheid. Oh, Fidschi. Ah, ne, ich bin kurzsichtig. Ist doch kein Fidschi-Wasser. Stopp, 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 ich hol noch mal Äpfel für meine Mama. Ich soll die mitbringen, weißt du? Deswegen bring ich jetzt Äpfel mit. AJ, du bist fleißig, ich hab da nur Äpfel geholt. Du brauchst nicht tragen, aber danke für tragen. Bitte. Auf jeden, danke. Das reicht für zwei Minibars, oder? Auf jeden. Oh. Another one. Success. Alright, das ging fix, Digga. Wir waren erfolgreich. Wasser und andere Getränke. Ab nach Hause. Oh. Bro, Digga, läufst du mal irgendwo gegen, ey? Hör auf und nach Haus. Ah, das hat sich gar nicht gereimt. F***.
Ich habe keine Störungen oder so. Also der Autismus hat gerade nur mal wieder ein bisschen gekickt. Check dir. We are back! Leute! Die Minibar wird aufgefüllt. Ich habe hier auch noch so Süßigkeiten drin, weil ihr kennt das. Wenn das keiner kennt von euch, dann seid ihr auf jeden Fall nicht Teil meiner Community. Im Sommer, Digga, die Schoko schmilzt immer und dann will man die essen, Digga. Und dann nur Schoko in der Hose, Junge, Schoko da auf Stirn drauf, Digga, überall Schoko. Deswegen packe ich zum Beispiel immer die ganzen Keks in die Minibar. Aber dafür haben wir jetzt keinen Platz, denn die Getränke müssen rein, Bruder. Ich mache das immer richtig ordentlich. Das muss immer systematisch gemacht werden, weil ich ein richtiger Perfektionist bin. Ich bin richtig schlimm. Wenn jetzt eine Spezi neben einer Limo liegt, Digga, ciao. Immer Spezi neben Spezi. Oh, da ist ein Fritz Goller, das heißt, die können gar nicht rein, weil kein Platz mehr. Unten ist ein Wasser, da kann ich noch ein Wasser machen. Aber ich möchte auch nicht aufmachen, diese Getränke, weil da ist ja ein Getränk und deswegen mache ich einfach Lifehack. Ich nehme einfach Getränk raus und pack zwei Getränke rein. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, warum geht die Tür nicht zu? Hä? Ah. Gewalt ist immer eine Lösung. Yay, sie ist gefüllt. Das heißt, heute Abend werde ich ein paar kühle Getränke haben. Hey Leute, meine Mutter ist ja momentan hier zu Besuch. Die ist ja eigentlich immer in New York oder Philadelphia. Ich werde ihr jetzt einfach mal eine Minibar schenken, weil sie hat mir irgendwann mal gesagt, dass sie diese rote Minibar richtig cool findet. Und Leute, ich habe mir damals wirklich so viele Minibars gekauft. Ich habe zweimal die mit dem Glas gekauft. Eine habe ich an meinen ersten Abonnenten verlost, also der hat bei einer Verlosung gewonnen. Die andere habt ihr gerade gesehen. Dann habe ich noch die schwarze, die habe ich mittlerweile AJ schon geschenkt. Und halt noch die rote. Und Leute, Alter, welcher Mensch braucht so viele Minibars? Ich habe noch einen Kühlschrank, der komplett leer ist, weil ich nie Essen da reinpacke. Huch. Wir werden jetzt einfach mal meiner Mutter die Minibar schenken, okay? Ja, du bist ja süßer. Aber vorher prank ich sie. Hallihallo. Hallihallo. Kommen Sie mal raus. Ich habe ein Geschenk für dich nachträglich zum Geburtstag. 5 leckere Äpfel. War herrlich, danke. Kann ich die Apfelkuchen machen? Ja, das klingt schon mal gut. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Wartet mal eben. Du hast ja schon immer was gewünscht, ne? Was rot ist. Und kalt. Oh ja. Auf jeden. Warte. Ja, wow. Ich habe eine Minibar. Die ganz amerikanische. Ja, American Style, ne? Passt perfekt. Willst du mit mir abnehmen? Oder? Danke. Ist das mein Geburtstagsgeschenk? Ja. Ich freue mich. Nice, ne? Ja. Aber schwer. Willst du die abnehmen? Ich stelle sie noch mal rein für Sie. Ja, oh. Stell sie mir mal bitte rein. Bitteschön. Danke. Okay, wann fliegst du wieder nach New York? Wo sind die Getränke dafür? Habt ihr die auch? Da habe ich sowas. Trinkst du Wasser? Wenn es sein muss. Ja, Wasser habe ich, wartet. 3 Flaschen, ich brauche auch noch ein paar. Bitte. Danke. Bitte schön. Vielen Dank. Auf jeden Fall, ne? Wann fliegst du nach New York wieder? Ende des Jahres. Ich muss ja hier noch ein paar Sachen erledigen. Weißt du ja. Aber wir sehen uns ja dann vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Sollen wir mal nach New York, AJ? Ja, auf jeden Fall. Okay, Leute, ich glaube, meine Mutter hat sich auf jeden Fall gefreut über die Minibar. War sehr komisch für sie. So, auf einmal kommt sie aus der Tür und da ist eine Kamera, kann ich nachvollziehen. Ja, viele fragen sich wahrscheinlich auch, was macht sie eigentlich gerade hier in Deutschland, wenn sie eigentlich in New York ist und so weiter. Ihr habt es ja alle schon mitbekommen, dass ich öfter mal im Krankenhaus war in den letzten Tagen, Wochen. Und ja, ihr wusstet ja auch, dass meine Oma mal neben mir gewohnt hat. Und wie ihr es schon in dem Satz gerade gehört habt, an der Formulierung gewohnt hat, ist meine Oma leider gestorben. Und deswegen ist halt meine Mutter hier, weil sie sich halt viel um sie gekümmert hat, bevor es halt passiert ist. Aber Leute, das soll es auch gewesen sein, nur damit ihr Bescheid wisst, was da eigentlich abging. Ja, das war wieder ein weiterer Tag aus meinem Leben. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, haut auf den Abonnieren-Button, tretet der ganzen Community auf YouTube bei. Leute, ich gönne mir jetzt auf jeden Fall was zu essen, dann gucken wir eine Serie, denke ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall auch mein Instagram ab, ich heiße alles weicher, da gibt es mehr aus meinem Leben. Bilder, Videos, Stories, alles mögliche. Alter, Digga, scheiße. Boah, Zeit für die Schule. Oder auch nicht. Leute, bevor ich mich hier weiter verspreche, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und peace.